Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood, dem zweiten Teil der Hauptstory davon. Und jo, wir stehen hier in Alamigo und sollen wohl einer Besprechung teilnehmen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Also, ich würde sagen, los geht's. Wache der Befreiungsarmee. Alamigo heißt den Bund der Morgenröte willkommen. Die Anführer der Osirischen Allianz sind bereits alle eingetroffen. Wenn ihr bereit seid, kann die Besprechung beginnen. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genügend Zeit hast, dir die folgenden Szenen anzusehen. Hammer, oder? Denke ich schon. Also, los geht's! Lise Hext und Oberkommandant Rauband von der Megischen Befreiungsarmee. Ich beglückwünsche euch noch einmal zur Aufnahme Alamigos in die Eoseische Allianz. Sultana Nanamu. Wir und unsere Kameraden in Alamigo sind überglücklich, endlich einen Platz am Tisch der eoseischen Völker zu haben. Wir haben noch einen weiteren neuen Freund zu begrüßen. Hien, zu euren Diensten. Als König von Doma drücke ich euch meinen tiefsten Dank für eure Einladung aus. Wir danken euch, dass ihr die weite Reise aus dem fernen Osten auf euch genommen habt, so wie unsere Freunde vom Bund der Morgenröte. Tankrit, Ishtola, Alize und die Helden, deren Taten ihresgleichen suchen. Wir danken euch, dass ihr heute hier erschienen seid. Das letzte Mal, dass wir uns alle gesehen haben, muss wohl in meinem Palast gewesen sein. Der Tag, an dem der Verlust meines Armes mich noch am wenigsten schmerzte. Nie hätte ich mir da träumen lassen, jemals für ein freies Alamigo an einer Sitzung der Allianz teilzunehmen. Es ist zu schade, dass Alfino nicht hier ist. Ich habe nicht vergessen, wie er mich mit Yugiri und dir aus der Dunkelheit rettete. Er hat mir öfter das Leben gerettet, als ich zählen kann. Ich werde mein Bestes tun, um ihn würdig zu vertreten. Lasst uns jetzt an etwas anderes denken. Wir haben viel zu besprechen. König Hien, würdet ihr uns über die Lage in eurer Heimat aufklären? Als Garlemald von seiner kompromisslosen Haltung abwich, hatte ich Hoffnung auf eine Aussöhnung. Aber jetzt scheint sie in weiter Ferne zu liegen. Das Kaiserreich wird niemals seinen Kurs ändern. Wenn sich die Galea entschließen sollten, Doma oder Alamigo wieder ihrem Reich einzuverleiben, wird die Allianz unter einem ungünstigen Stern in die Schlacht segeln, auch wenn wir alle Kräfte aufbringen. Was nicht heißen soll, dass wir untergehen. Wenn wir die Winde mit größter Sorgfalt deuten und die richtigen Segel aufschlagen, werden wir den drohenden Sturm überstehen. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir müssen gegen diejenigen vorgehen, die im Zentrum dieses Sturms stehen. Die Ashiens. Genau. Auch der Wahnsinn, dem Papst Taudan der Siebte verfiel, war ihren Machenschaften zu verschulden. Wenn wir den Ashiens nicht das Handwerk legen, nimmt dieser Krieg auch in 1000 Jahren kein Ende. Nur, wie legt man einem Ashien das Handwerk? Dieser hat sich Zenos Körper zu eigen gemacht. Wir können nicht einfach am galäischen Kaiserpalast anklopfen und ihn festnehmen lassen. Wenn wir den Boten des Chaos einen Strich durch ihre finstere Rechnung machen wollen, müssen wir durch die Hintertür. Und du hast auch schon eine gefunden, nicht wahr?
Hört mal, wir wissen, dass sich niemand besser mit den Ashians auskennt als der Bund der Morgenröte. Wir werden uns alles gut anhören, was ihr zu sagen habt, und in unsere Entscheidungen einfließen lassen. Also, sprecht frei heraus. Danke, Admiral. Ich hätte da einen Vorschlag. Die domanischen Ninja sollen in Galemald verbreiten, dass Prinz Zenos im Kampf um Alamigo gefallen ist und sein Körper von einer fremden Macht kontrolliert wird. Das würde ordentlich an den Grundfesten des Kaiserreiches rütteln. Schließlich ist Zenos der Thronfolger. Solche Gerüchte könnten eine Revolte auslösen. Aber wer sollte denn sowas glauben? Ich kann es mir ja selbst nicht richtig vorstellen. Normalerweise niemand. Aber dass Zenos in Alamigo gefallen ist, machte ja bereits die Runde. Eigentlich geht es auch nicht darum, ob jemand das Gerücht glaubt. Wir wollen eine Reaktion hervorrufen. Und zwar von irgendjemandem, der darin eine Chance wittert. Nach dem Tod von Kaiser Solus brachen bürgerkriegsähnliche Zustände in Galemald aus. Die Kaiserfamilie war bis aufs Blut zerstritten, bis Varys sich schließlich gegen seinen Onkel durchsetzte und die Krone an sich riss. Es gibt bestimmt nicht wenige, die ihm das übel nahmen. Oder dass er sich das Recht rausnahm, seinen Sohn Zenos zum Thronfolger zu machen. Wenn nun Gerüchte umgehen, dass Zenos tot ist und von Dämonen kontrolliert wird, flammen die Feindseligkeiten im Handumdrehen wieder auf. Ein zweiter Erbfolgestreit würde das Kaiserreich für lange Zeit schwächen. Ich weiß, wie man sich bei den Galeanen einschleicht. Ich kann jederzeit Agenten der Allianz ins Kaiserreich einschleusen, um einen Informationskrieg anzuzetteln. Die Ninja sind bereits in den galeischen Provinzen aktiv. Sie warten nur auf einen Befehl. Was sagt ihr? Ei, ich bin dafür. Wir bringen das Kaiserreich ins Wanken und zerren gleichzeitig den Ashian in Zenos Haut ans Licht. Ihm haben wir es zu verdanken, dass die Verhandlungen zwischen Doma und dem Kaiserreich gescheitert sind. Wenn er beseitigt ist, gibt es auch wieder Hoffnung auf Frieden. Umgekehrt müssen wir uns auch im Klaren sein, dass wir alle im Krieg versinken werden, wenn die Ashians weiter frei walten können. Also beschießen wir die Galear mit Nachrichten und Gerüchten. Aus allen Rohren! Führt in den Untergrund. Der Lauf der Geschichte muss geändert. Was antwortest du? Wer spricht da? Wovon sprichst du da? Wir nehmen das zweite, oder? Ja, kommt. Eine neue Katastrophe droht. Eine Katastrophe des Lichts, die alles Lebende und Nichtlebende verbrennt. Nur du kannst das doppelte Verderben abwenden. Nur du. Was ist mit euch? Diese Stimme in meinem Kopf. Was ist das? Ein Angriff? Nein. Ich spüre etwas anderes. Lass mich die Grenzen von Zeit und Raum sprengen. Öffne mir das Tor. Ist es vorbei? Tancred! Bei den Gebietern.
Bringt ihn in ein ruhiges Zimmer und ruft alle Heiler zusammen, auch die des Waldes. Sofort! Tancred ruht nun. Sein Puls ist stabil, aber er ist noch nicht bei Bewusstsein. Danke. Weißt du, warum er noch nicht aus der Ohnmacht erwacht ist? Ich habe jeden für sich untersucht, aber keine Hinweise auf Verletzungen oder Gifteinwirkung gefunden. Über die Ursachen kann ich also nichts sagen. Es ist noch nicht überstanden. Bitte unterrichte mich umgehend, wenn sein Zustand sich ändert. Vielen Dank für euren Beistand. Nicht doch. Er hat sich ohne zu zögern für uns alle in Gefahr begeben. Wir werden tun, was wir können, um Tancred zu helfen. Wir müssen herausfinden, was für eine Stimme ihr gehört habt. Was genau könnt ihr darüber sagen? Alizée und ich haben die Stimme gehört, kurz bevor Tancred das Bewusstsein verlor. Ich hatte dabei schreckliche Kopfschmerzen, als ob jemand mit einem Gerbermesser in meinem Kopf zugange wäre. Hast du das auch gespürt? Mehr oder weniger. Du meinst, du hattest das Gefühl, ganz woanders zu sein? Ihr wurdet von jemandem gerufen und eure Seelen haben sich vorübergehend von euren Körpern gelöst. Was meinst du mit gerufen? Es wurde mir klar, als ich Tancred untersuchte. Ich habe in seinen Körper geblickt, aber von dem Leuchten seiner Seele habe ich nichts gesehen. Das ist vor allem bei Tancred höchst beunruhigend. Seit der Ashien damals Besitz von ihm ergriff, ist er empfindlich für ätherische Einflüsse. Wem die Stimme gehört, kann ich nicht sagen. Aber er hat sich bewusst an eure Seelen gewandt und irgendetwas mit ihnen angestellt. Das meinte ich mit gerufen. Aber gerufen? Wohin denn? Ich habe nicht genug Anhaltspunkte, um das zu beantworten. Ich weiß nur eins. Wer auch immer es war, er verfügt über eine gewaltige Zauberkraft. Lise, würdest du bitte über Tancred wachen? Natürlich. Du hast es doch selbst gesagt, als ich den Bund verlassen habe. Wir sind Freunde. Jetzt und für immer. Macht euch keine Sorgen und kümmert euch nur darum, dieses Rätsel zu lösen. Ich halte hier die Stellung. Danke, Lise. Ja, ich stimme mit Kan Essena überein. Hier hat es jemand gezielt auf den Bund abgesehen. Ich würde aber noch weitergehen. Möglicherweise war die Stimme ein Angriff der Ashians. Wir sollten uns schleunigst überlegen, was wir dagegen machen können. Noch einmal möchte ich das nicht erleben. Wenn die wüsste... Eieieiei. Da wird noch ganz schön viel kommen. Auf alle Fälle. So, Alizée. Als erstes werde ich Urenge benachrichtigen. Er wird wissen, was zu tun ist. Urenge? Es ist etwas vorgefallen. Gerade eben, mitten in der Besprechung, ist Tancred... Was? Ja. Genau so war's. Verstanden. Wir werden uns beeilen. Es ist kaum zu glauben, Urenge hat die Stimme auch gehört. Obwohl er in Tanalahan ist, dann ist die Stimme also nicht auf einen Ort beschränkt. Natürlich, wem auch immer diese Stimme gehört, er ruft den Bund. Die dringenden Fragen sind damit aber nicht beantwortet.
Wer ruft uns und warum? Wer wohl? Du hast das Emote, Zähne zusammenbeißen, gelernt. Oh Gott, das wird wahrscheinlich fürchterlich auch schon. Okay, Momentchen. Einmal Charakter drehen und da. Wo haben wir das? Eine östliche Verbeugung ist es, glaube ich, nicht. Wo sehen wir denn noch einen grauen Punkt? Krübeln? Ist es, glaube ich, auch nicht. Unterwasserrolle wird hier nicht funktionieren. Schattenboxen? Nope. So, dann muss es ja hier sein. Da. Könntest du mal aufhören mit den Schattenboxen, Mädel? So, und jetzt dann noch einmal bitte die Szene zusammen. Oh Gott. Oh Gott. Uiuiuiui. Fürchterlich. Eieiei. Auftakt in Violett. Urenge hat mir über die Kontaktbälle gesagt, dass der Bund sich so schnell wie möglich im Sonnenstein versammeln sollte. Klar, mach mal. Kane Senna und ich werden Tankred pflegen. Sobald sich sein Zustand bessert, lasse ich es euch wissen, versprochen. Sehr nett. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Auf, nach Geisterzoll. Orange, endlich bist du da. Wäre es nur unter angenehmeren Umständen. Die Stimme hat mich sehr beunruhigt. Umso größer war meine Sorge, als du mir berichtetest, welche Wirkung sie auf Tankred hatte. Du hast die Stimme also auch gehört. Ja, so wie wir alle. Doch konnte ich weder Wort noch Sinn richtig erfassen. Dann weißt du genauso viel wie wir. Hältst du es für möglich, dass dies ein Werk der Ashians war? Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Zu viel liegt noch im Nebel verborgen. Bevor ich mich dazu äußere, möchte ich Tankred in Augenschein nehmen. Einverstanden. Kehren wir nach Alamigo zurück. Hä? Von da kommen wir doch gerade. Einen Moment. Vorher möchte ich noch etwas berichten. Auf meinen Reisen im Osten habe ich ein seltsames Phänomen bemerkt. Ich weiß. Du meinst den Ätherschwund. Woher weißt du das denn? Ja, ich habe ihn in zwei verschiedenen Regionen gespürt. Passiert das Gleiche etwa auch in Eorzea? Ja, mehrere der Gelehrten, die für mich Prima-E-Feldforschung betreiben, haben mir davon berichtet. Ich schickte sie aus, um mutmaßliche Beschwörungsorte zu untersuchen. Der Äther war tatsächlich in hohem Maße erschöpft, aber Spuren von Ritualen konnten sie keine finden. Dass das gleiche Phänomen auf zwei Kontinenten gleichzeitig auftritt, kann doch kein Zufall sein. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Ja, ich werde das entsprechende Ver... Die Stimme. Ich höre die Stimme. Sie ruft mich. Oh oh. Ich höre sie auch. Nur du. Nein, oh nicht. Gistola. Oh, Moschee. Öffne mir das Tor.
Bitte nicht schon wieder. Yestola! Oriyoshi, wacht auf! Wacht doch auf, bitte! Ich flehe euch an, lass mich nicht allein. Hey, ich bin auch noch da. Alter, was soll denn das? Sowas Gemeines. Steh hinter ihr und sie lasst mich nicht allein. Also, ich will nur bestätigen, das war nicht sehr freundlich. Grauer Felsen. Ich schäme mich, dass ich so die Nerven verloren habe. Aber nicht doch. Wir waren alle entsetzt zu sehen, wie Yestola und Urinji zu Boden gingen. Unsere Heiler pflegen sie im Krankenzimmer, so gut sie können. Stimmt es, dass Danke das Gleiche passiert ist? Ist er auch? Ja. Er ist noch in Alamigo. Ich werde Lise bitten, ihn hierher zu bringen. Dann können wir hier über unsere drei Freunde wachen. Eosia ist ein Land des Wissens. Wir werden jeden Gelehrten befragen und jeden Magier, gleich welcher Couleur, bis wir wissen, was geschehen ist. Danke, Grauer Felsen. Das werden wir. All die besorgten Gesichter. Kein Wunder, die Vorfälle haben den Bund schwer erschüttert. Es wäre gut, wenn du ein bisschen mit unseren Freunden hier im Sonnenstein sprechen könntest, damit sich keine Unwahrheiten verbreiten. Ich habe etwas anderes zu erledigen. Ich möchte einen Abstecher nach Limsalominsa machen. Es gibt da jemanden im Hauptquartier des Flottenkommandos, mit dem ich sprechen möchte. Warum begleitest du mich nicht? Ah, da ist sie ja schon. Alles eh. Da wären wir. Jetzt kann ich dir auch verraten, wen ich besuchen möchte. Den kleinen Gabu. Ich wollte ihn gerade holen lassen. Erinnerst du dich noch? Seit er seine Eltern bei der Beschwörung von Titan verloren hat, spricht er nicht mehr. Hier im Flottenkommando hat er ein neues Zuhause gefunden. Die Soldaten kümmern sich rührend um ihn. Seine Gesellschaft macht mir Mut. Und nach den letzten Ereignissen? Ich weiß auch nicht. Ich wollte ihn einfach sehen. Klar, bring den kleinen Kerl her. Spiel mal ein bisschen mit ihm. Ein bisschen fangen oder so. Mal schauen. Ich danke euch für eure Geduld. Gabu, wie geht es dir? Er spricht nicht. Er benimmt sich gut, aber ansonsten ist sein Zustand seit den Ereignissen unverändert. Er ringt noch immer mit sich, in seinem Herzen. Du schaffst das, Gabu, ganz sicher. Weißt du, was Alfino zu mir gesagt hat? Dass wir dich einmal besuchen sollten, wenn wir Zeit haben. Leider ist es noch nicht dazu gekommen. Erinnerst du dich noch an die Nacht im Camp Ausblick? Als wir uns zu dritt den Sternenhimmel angesehen haben? Damals fühlte ich mich auch schwach und traurig. Zum Glück war Alfino da.
und im Sonnenstein warteten schon meine Freunde auf mich. Aber jetzt... So vielen habe ich Lebewohl sagen müssen. So oft musste ich spüren, wie rücksichtslos die Welt ist und wie schwach ich eigentlich bin. Ich möchte nichts lieber als meinem Bruder und meinen Freunden helfen. Ich würde alles für sie tun, aber es reicht nicht. Was antwortest du? Ich werde dir helfen. Riss es nicht in dich hinein. Immer das Erstere. Danke. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. So, genug Trübsal geblasen. Komm, holen wir unsere Freunde zurück. Also ich muss schon sagen, der Kleine, der ist schon irgendwie schon knuffig. Also das auf alle Fälle. Oh. Den kleinen Gabu zu sehen, hat mir Mut gemacht. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich Freunde habe, die zu mir stehen. Dazu zähle ich natürlich auch dich. Danke, dass du mitgekommen bist. Jetzt lass uns aber zum Sonnenstein zurückkehren und überlegen, wie wir Tancred, Urenshi und Ishtola wieder wach bekommen. Sie haben lange genug geschlummert. Also, für mich ist es erst ein paar Minuten her, aber okay. So, der Sonnenstein. Ich habe auf dem Rückweg etwas nachgedacht. Wir machen es, wie Graufelsen es gesagt hat. Wir rufen die klügsten Gelehrten und weisesten Meister der Magiegilden zusammen. Großvater und Binfilia kannten die schlauesten Köpfe von Eosea. Und darüber hinaus? Ich werde mich an sie alle wenden. Es wäre doch gelacht, wenn keiner von ihnen Rat wüsste. Es fällt mir schwer, aber ich werde versuchen, Alfino für einen Moment zu vergessen. Ich sehe ein, dass ich ohnehin nichts tun kann. Und ich vertraue darauf, dass die Ninja ihr ganzes Können darauf verwenden, seine Spur aufzunehmen. Wenn wir diese Krise überstehen wollen, muss sich jeder auf seine Stärke konzentrieren. Jeder soll das tun, was er am besten kann, und andere Dinge anderen überlassen. Nur dann können wir echte Fortschritte machen. Das weißt du natürlich alles selber. Ich spreche nur zu mir selbst. Trotzdem, danke, dass du hier bist und mir zugehört hast. Es bedeutet mir sehr viel. Schau bald mal wieder vorbei, ja? Klar, natürlich. Spätestens in der nächsten Folge.